Moin, meine Damen und Herren, willkommen zum Lilia PBE Champion Spotlight. Ein neuer Champion betritt die Kluft. Das hat gefühlt ein bisschen länger gedauert und dieser Champion ist relativ stumpfer Natur. Es erinnert so ein kleines bisschen an die Dryade in Dota und es ist mehr oder weniger eine Mischung aus Hecarim und Nico. Es wurde also ein kleines bisschen in die Disney-Trickkiste gegriffen und bezogen auf die Klasse des Champions kann ich noch gar nicht so viel sagen, habe ich das Gefühl. Es ist ein seltsamer Mischmasch. Beginnen wir mit den Base-Stats. Die sind relativ solide. Ne? Solider Stoppwert, 90 HP pro Level. Ist definitiv ansehnlich. Das Einzige, was seltsam ist, dass sie ein Range-Champion ist mit 325 Reichweite. 325 Attack-Range, das ist quasi ein bisschen weniger als Lucian, ist wenig. Auch sind 330 Move-Speed so im Standardbereich. Das heißt, sie siedelt sich quasi ein bisschen so an Rakan an. Ein bisschen weniger als Thrash. Kommen wir nun zur Passive. Die ist unkompliziert. Denn Lilia ist in der Lage, Spells rauszudonnern, die den Gegner markieren mit Dust. Na, dieser Dream Dust macht abhängig vom maximalen Leben Damage über 3 Sekunden. Das Ganze sind immer 5%. Und das ist auch nett. Und das ist ein bisschen gecapped gegen Monster zwecks Jungle. Und das war's. Das ist relativ lame. Die Markierung ist gut einsehbar und hat auch quasi eine extra Instanz für Jungle-Monster. Man sieht aber, es ist nervig. Kommen wir nun zu ihrer Q-Fähigkeit, wo Hecarim auf jeden Fall einen gewissen Einfluss hatte. Das heißt, wenn sie Q drückt, macht sie einen AOE-Schlag um sich drum herum. Das Ganze ist relativ groß und hat auch einen äußeren Ring, der mächtiger ist. Das bedeutet, dieses Spell hat einen geringen Cooldown, einen soliden Mana-Verbrauch und einen aktiven und einen passiven Teil. Der aktive, wie man sehen kann, ist Damage. Hier wird dazu sagen, dass der äußere Ring doppelt so viel Schaden anrichtet und ein 0,8er Scaling hat. Das ist okay. 0,8 auf einen AOE-Effekt kann wehtun. Allerdings ist der Base-Schaden von 180 ziemlich bad. Die Besonderheit liegt nun darin, dass aber die zweite Instanz True Damage ist. Das liest sich natürlich krass. Und wie man das Ganze einzuordnen hat, schauen wir auch später. Denn dann muss ich sagen, das hier sind Test-Dummies, den mache ich immer True Damage. Es sieht also gar nicht so impressive aus. Solltet ihr aber einen Punkt im Q drin haben, bekommt ihr außerdem noch einen passiven Effekt und zwar eine Menge Movement Speed. Das Ganze ist 5-mal stackbar und hat auch ein AP-Scaling. Natürlich kein überragendes, wie es bei Movement Speed nun mal ist, aber Lilia neigt dazu, wirklich sehr schnell zu sein. Das heißt, normale Boots und 500 Movement Speed zu haben, ist für sie relativ normal und das Ganze hält auch 5 Sekunden. Also sie ist ziemlich zügig unterwegs. Kann man aber auch verstehen. Hat ja 4 Beine. Und bei dieser Laufanimation, da hat man auch richtig Bock, schnell zu sein. Nicht. Kommen wir zur W-Fähigkeit. Watch out! Watch out ist ein Spell, der einen moderaten Cooldown hat. Er kann ein bisschen gesenkt werden. Und bei dieser Fähigkeit chargt sie ein kleines bisschen. Dieser Charge ist bad. Das heißt, sie ist quasi so ein bisschen langsamer. Und hat nun 2 verschiedene Schadensareale. Das heißt, die richtet Schaden in einem Umkreis an. Solltet ihr im Zentrum stehen, dann knallt es richtig. Dieser Spell hat im Zentrum einen Base-Schaden von 390 Damage und 90% AP-Scaling. 90% auf einem quasi AOE-Spell ist ziemlich viel. Das heißt, wir haben 80 auf dem Q, 90 auf dem W. Das ist eigentlich gar nicht so bad. Das ist schon sehr sahnig. Sollte man natürlich das Ganze nicht treffen, weil das Ganze auch einen Wind-Up-Time hat, dann ist das natürlich ein sehr schlechter Spell. Das heißt, du behinderst dich so ein kleines bisschen selbst und 130 Schaden beim Standardwert ist ziemlich wenig. Also sehr wenig sogar. Allerdings einen Spell zu haben, der im ersten Punkt 210 Schaden plus entsprechendes Scaling hat, ist Rekord. Ich glaube, es gibt keinen Spell, der auf Stufe 1 mehr Schaden macht. Teilweise macht er mehr Damage als Ults. Kann man machen, denke ich. Schön, kommen wir nun zur E-Fähigkeit Swirl Seed. Hierbei spielt sie Bowling. Quasi Wii Bowling. Sie wirft eine Kugel. Sobald diese aufkommt, kann man Schaden am Gegner anrichten. Und sollte aber kein Gegner oder Terrain in der Nähe sein, dann rollt die Kugel. Und sie rollt und sie rollt und sie rollt. Dieser Spell hat keine Grenzen, außer Terrain und Gegner. Hierbei kann alles Mögliche getroffen werden, Minions, Monster oder Champions. Technisch gesehen bist du aber in der Lage, diese Kugel sehr weit rollen zu lassen. Es gibt dafür auch für den Gegner einen Indikator, wo das Ding aufkommen könnte. Das bedeutet, wenn du mal von der Botlane eine Kugel durch die Midlane schickst, gibt es keinen richtigen Indikator. Na, aber technisch gesehen ist das wahrscheinlich der beste Spell, um jemanden vom Backport abzubrechen. Es ist halt
dumm. Solltest du getroffen werden, musst du allerdings keine Angst haben vor Damage, der ist ziemlich niedrig. Ne? Allerdings wirst du für 3 Sekunden geslowt. Das Ganze geht auch bis zu 45% hoch und steigt mit 25% ein. Das ist also okay. Am Anfang merkt man es nicht so wirklich, da sind aber die Leute trotzdem relativ langsam und später, also 45%. Das kann man machen. Das Witzige ist aber wirklich, dass dieser Spell einerseits beim Casten über Wände auch gecastet werden kann. Na, und dann rollt er los. Das bedeutet, wenn du einen Spell brauchst, um zum Beispiel den Herald oder den Drake zu spotten, würde ich sagen, hast du hier einen guten dabei. Na, man kann aus sicherer Distanz das Ding reinfeuern, wo man Bock hat, und es rollt da auf jeden Fall hin. Und das Gestörte ist, es ist ja auch in Ordnung, dass es hinrollt, aber es gibt Vision. Es gibt Vision für einen kurzen Moment. Und das ist für das Spiel super, super wichtig. Und hier natürlich super, super gefährlich. Schön, und nun kommen wir zur Ultimate. Und da werden natürlich Spieler, die Zoe hassen, eventuell Flashbacks bekommen. Denn ihr kennt ja die Zoe-Bubble. Ne? Du wirst getroffen, bist drowsy und dann schläfst du für 5 Jahre. Wie wär's, wenn wir das als AOE-Spell haben? Das heißt, die aufmerksamen Zuschauer werden merken, der leuchtet jedes Mal die Ultimate auf, wenn sie einen Spell trifft. Das Ganze ist natürlich relativ praktisch, denn der Stardust kann nun verwendet werden. Normalerweise macht er ja einfach prozentualen Damage. Und sobald du die Ultimate freigeschaltet hast, bist du in der Lage, diese markierten Personen einzuschläfern. Das Ganze passiert natürlich nicht sofort, sondern die Leute werden erst drowsy, wie bei Zoe, also die werden verlangsamt und danach fallen sie in den Schlaf. Hierbei muss dazu gesagt werden, dass der Schlaf 1,5 Sekunden dauert, aber dann bis zu 3 Sekunden hält, wenn du 3 Punkte drin hast. Du kannst also in ein gegnerisches Team reingehen, einmal Q und dann R drücken und schon hast du nach 1,5 Sekunden alle betäubt bzw. eingeschläfert. Sollten diese nun unsanft geweckt werden, dann hagelt es natürlich noch extra Damage obendrauf. Dieser ist allerdings nur Bonusschaden und vergleichsweise gering. Na, 100, 150, 200 mit einem 30% AP-Scaling, das ist für eine Ult super wenig Damage. Das ist richtig, richtig wenig. Der Effekt ist aber natürlich trotzdem sehr krass. Stelle man sich vor, diese Einheit flasht einfach in das Team rein und cute mehrere Leute und ultet danach, dann ist natürlich Wombo-Combo-Potenzial garantiert, weil deine Teammitglieder Zeit haben, ihre Spells vorzubereiten. Sei es eine Amumu-Ult oder eine Six-Ult, die eine gewisse Zeit lang braucht, der Gegner ist drowsy. Und das ist ziemlich gut. Naja, und eine Sache, die ich jetzt noch schnell getestet habe, ist, dass die Ultimate auch kein Reichweiten-Maximum hat. Sollten also Gegner mit einer Passive markiert sein, kannst du die einschläfern. Das Ganze ist dadurch sehr witzig mit dem E-Spell. Wie gesagt, dieses Ding rollt einfach 50.000 Kilometer und solltest du Gegner treffen, wie gesagt, es hat ja auch so einen kleinen AOE-Splash, kannst du die alle drowsy machen und dadurch zum Beispiel deinem Team die Möglichkeit geben, einzuholen oder selbst einholen. Das heißt, wenn sie ja Spells trifft, kriegt sie ja Movement Speed. Also alles sehr, sehr nützliche Sachen. Versuchen wir sie nun zusammenzufassen und zu kategorisieren. Ich denke, der ein oder andere hat schon den Drang, sie so ein bisschen in den Jungle reinzupacken. Sie hat jetzt zwar nicht den krassesten Jungle Sustain, allerdings genug AOE-Schaden, damit der Talisman wirklich gut funktioniert. True Damage im Jungle ist ein bisschen over the top, ist nicht unbedingt brauchbar. Na, aber mit dem W-Spell kriegst du an den großen Objekten sehr viel Schaden ran. Die Ganks sind natürlich sehr, sehr stark von der Seed abhängig. Na, das heißt, du kannst natürlich cool ganken, indem du diese Kugel sehr schnell irgendwo langkolonnen lässt. Hierbei würde ich Smartcast auch nicht unbedingt empfehlen. Also der Reichweitenindikator ist schon ganz praktisch auf so große Distanzen. Und sonst ist sie natürlich ab Level 6 mit der Ultimate not bad. Sie rennt auf die Lane. Du bist in der Lage, den Gegner mit irgendetwas zu treffen, machst den drowsy und dann knallst du ihm mit dem W volle Hütte eine rein. Also der W-Spell, wie gesagt, der kann sich sehen lassen. Das bedeutet, wenn man die Base-Schadenswerte anguckt, ist er ein kleiner Indikator dafür, dass sie als Support gespielt werden kann. Auch auf der Botlane ist sie quasi da mit dem E, mit diesem kleinen Ball, nicht schlecht aufgehoben. Nur das Q ist seltsam und eher für Teamfights ausgelegt. Bezogen auf die Mitte kann man sagen, ja, ein gewisser Wave Clear ist auf jeden Fall vorhanden. Wie gesagt, der True Damage Faktor ist sinnlos, zumindest was den Wave Clear angeht, weil die Minions kriegen ja immer True Damage. Die haben ja keine MR-Werte. Generell kann aber in den Laning Phase recht angenehm gestaltet werden, wenn der Push funktioniert. Dafür ist das Q alles andere als schlecht. Es ist ein massiver AOE-Spell. Mir persönlich fällt es aber sehr schwer, sie irgendwie sinnvoll einzubringen. Bezogen auf die Item-Vorschläge kann man sehen, dass eine gewisse Tankiness da ist, dass man sie mit Rylai, Maske, Morello spielen kann.
Diese Triple-Item-Combo kann aber jeder spielen. Also das ist noch nicht mal besonders kompliziert. Wahrscheinlich sogar ein Rod of Ages möglich, weil du mit dem Q ja ordentlich spammst. Und lange im Teamfight durchhaltend wünscht man sich natürlich von ihr ebenfalls, um viele Q-Instanzen durchzukriegen. Das heißt, man könnte sie jungeln lassen und AP-lastiger spielen. Ein Proto-Belt könnte vielleicht auch irgendwie interessant sein. Also für mich fällt die Einteilung dieses Champions ganz schwer, weil er von allen etwas hat. Er könnte auch ein nerviger Tank-Mage sein, der durch dein Team sich die ganze Zeit mit dem Q durchdreht, super schnell ist und entsprechend die Leute sehr hart CC'en kann. Also die Ultimate, die ist schon ein Brecher, mit der kann man gut arbeiten. Für den Rest hat sie aber viel zu wenig CC. Also meine Prediction ist, wenn sie rauskommt, klar, wieder Winrate des Todes, also sie wird einfach übelst feeden. Ich denke aber eher, dass sie in die Kategorie Bard geht. Das heißt, sie ist da und wenn nicht schnell rausgekriegt wird, worin sie OP ist, dann wird sie erstmal mehrere Buffs benötigen, um wirklich erfolgreich zu sein. Im Gegensatz zu Set, der ganz klar mega große Stärken hat und genervt werden musste. Schön, das soll es gewesen sein. Ihr könnt ja eure Meinung mitteilen. Ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. Die Ult klingt cool. Der Rest ist so... Mäh. Ich denke, das trifft's.